Heute habe ich ein wirklich interessantes Video für dich und ich würde dich bitten, wirklich heute bis zum Schluss dran zu bleiben. Es geht nämlich um den perfekten Aufschwung im Golf und wie man dann danach den Schläger perfekt einfach abflachen kann. Und zwar bediene ich mich einer Technik, die Bryson DeChambeau auch in einer ähnlichen Art verwendet, nämlich der sogenannten End of Range of Motion. In dieser Methode geht es darum, dass man durch das Ausnutzen von Gelenkseinstellungen den Schläger in Positionen zwingt, die man dann im Golfschwung zu seinem Vorteil nutzen kann. Eine sehr, sehr interessante Sache. Aber bevor ich starte, möchte ich erklären, was das Hauptproblem ist. Das Problem ist, dass die meisten Golfer, wenn sie im Aufschwung sind, irgendwann einmal den Schaft so flach geschwungen haben, dass er in diese Richtung hier zeigt. Und das Problem ist, dass wenn der Schaft zu flach ist, dass die Gegenbewegung meistens kommt im Schwung und der Schläger dann steiler wird und das führt dann zu Schlägen, wo der Schläger von außen kommt und zu anderen Problemen führt. Man sieht bei wirklich fast allen Profigolfern, allen Golfern, die den Ball gut treffen, dass der Schaft im Aufschwung, ja, wenn ich sage mal, wenn der linke Arm parallel zum Boden ist, ungefähr ja, so zur Ballziellinie hier zeigt, oder sogar steiler als das ist. Also ich bin voll okay, wenn der Schläger vertikal ist, aber ich bin kein Fan von Schaftebenen, die flach sind, weil wie gesagt, das führt dann zu Ausgleichsbewegungen im Abschwung und das bringt wirklich nichts. Und jetzt habe ich einen Trick für dich, wie du das ein für alle Mal lernen kannst. Schauen wir uns mal die Anatomie des Armes an. Ich spreche jetzt hier vom linken Arm, also dem Arm, der näher beim Ziel ist. Der Arm besteht aus zwei Hauptzonen, nämlich den Unterarm und den Oberarm. Und der Oberarm wird aus der Schulterrotation gesteuert. Das heißt, ich kann die Schulter einwärts drehen oder ich kann sie auswärts drehen. Und der Unterarm, der kann isoliert davon, ich halte es ganz bewusst den Oberarm fest, pronieren und supinieren. Pronieren und supinieren. Das heißt, er kann auswärts drehen und einwärts drehen. Und wenn man das versteht, dann kann man das zu seinem Vorteil nutzen. Und zwar, wenn ich mich jetzt hinstelle und ich habe jetzt den, sage ich mal zum Beispiel den Arm in dieser Stellung hier, den Oberarm, und ich gebe einen Daumen hoch, wie du es hoffentlich gleich für dieses Video machen wirst, dann kann ich jetzt, ohne diesen Oberarm zu bewegen, den Arm in diese Richtung drehen, also circa, dass er 90 Grad nach links zeigt und circa 90 Grad nach rechts zeigt. Bei dir geht das vielleicht ein bisschen mehr, ich habe da eine leichte Bewegungseinschränkung. So. Wenn ich jetzt aber hergehe und ich lasse auch noch den Oberarm einwärts rotieren, dann siehst du, dass der Daumen auf einmal nach unten zeigt. Ja, und wenn ich das jetzt vergleiche, diese Position vergleiche mit einer Golfbewegung, ich nehme jetzt mal den Schläger so in der Hand, ich bleibe so, gehe in Ansprechposition, dann siehst du, dass das genau dem entspricht, das, was wir nicht wollen, nämlich, dass der Schläger flach ist. Das heißt, das Schlimmste, was du machen kannst in einem Aufschwung ist, dass du den Oberarm einwärts drehst, und dabei den rechten Unterarm pronierst, also nach einwärts drehst zusätzlich. Dann bekommst du eben diese extrem flache Position. So, jetzt haben wir gelernt, was wir nicht tun sollen und jetzt reden wir darüber, was wir tun sollen. Und zwar, wenn ich jetzt den Oberarm nicht einwärts drehe, sondern auswärts drehe, sprich, dass der Ellenbogen mehr zu mir sieht und ich jetzt zum Beispiel den rechten Unterarm nach rechts proniere, dann siehst du, dass ich maximal ja, so 30 Grad Rotation bekomme. Jetzt bin ich in dieser End of Range of Motion, wie es im Englischen so schön heißt, also in der Ende der Bewegungsgrenze und kann jetzt gar nicht den Schläger noch flacher bewegen. Wenn ich nun den linken Oberarm auswärts rotiere, sprich den Ellenbogen zu mir zeigen lasse, dann habe ich eigentlich von der Bewegungsgrenze, sofern ich das nicht verändere im Aufschwung, keine Möglichkeit mehr, irgendwie in einer Form den Schläger flach zu bekommen. Weil das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass jetzt der rechte Unterarm vielleicht ein wenig in die Richtung dreht, nach rechts dreht. Und dann habe ich den Schläger eigentlich in der perfekten Position hier zum Ball, auf die Ballziellinie. Wenn ich das nicht tun würde, dann wäre der Schläger vertikal. Ich hätte keine Chance, ihn hier zu bekommen. Also ich bin mit vertikal okay, ich bin okay mit zur Ballziellinie okay, aber wie gesagt, mehr möchte ich nicht. Und das habe ich eben geschafft, weil jetzt im Aufschwung der Ellenbogen immer noch Richtung Boden zeigt und das sperrt sozusagen eine schlechte Bewegung.
Solange du den Oberarm auswärts gedreht hast, den Ellenbogen Richtung deinen Körper zeigen lässt, beziehungsweise hier später zum Boden, kannst du also nicht flach werden. Das könntest du nur machen, wenn du jetzt beginnen würdest, im Aufschwung den Arm einwärts zu rotieren, dann würde der Schläger flach werden. Also für dich unbedingt notwendig im Setup. Den Arm mehr auswärts rotieren, sprich, dass der Ellenbogen zu dir schaut, zum Körper, zur Körpermitte. Jetzt kannst du deinen Griff machen und dann schauen, dass er eben im frühen Aufschwung mehr noch zu dir zeigt oder zum Boden. Wird dir nicht ganz gelingen in der Praxis, aber das ist das Gefühl. Und versuchen, ihn wirklich bis zum Schluss in diese Richtung zeigen zu lassen. Dann ist dir garantiert, dass der Aufschwung wirklich steil genug ist. So, und jetzt kommt's. Die meisten Hobbygolfer haben dann das Problem, den Schläger abzuflachen. Abzuflachen heißt, dass der Schläger von hier in diese Position geht, dass man hier schön von innen an den Ball kommt und andere mechanische Vorteile nutzen kann. Jeder Golfer, der einmal den Schläger abgeflacht hat und den Ball damit getroffen hat, weiß, dass es sich wie eine andere Sportart anfühlt. Und ich hoffe auch, dass es dann gleich bei dir so sein wird. Weil nämlich, du hast jetzt einen riesen Vorteil. Wenn nämlich der Arm in dieser Position sich befindet, wie besprochen, dann kann ich ja eigentlich fast nicht mehr in diese Position kommen, wenn ich erlaube, im Abschwung den linken Arm einwärts zu rotieren. Okay, das heißt, du verstehst, wo ich hin möchte. Ich nutze jetzt quasi wieder meine Anatomie aus, um den Schläger abzuflachen. Ich bin also auswärts gedreht am Start, Ellenbogen zeigen zum Körper bzw. hinunter. Und jetzt im frühen Abschwung erlaube ich endlich, dass der Oberarm sich nach einwärts dreht. Der Schläger flacht ab, wie du sehen kannst, der Schläger nach hinten. Jetzt habe ich die Möglichkeit, wunderschön zum Ball zu kommen. Das hier ist wirklich ein sehr, sehr starker Trick und ich würde dir sehr, sehr empfehlen, dass du daran arbeitest, langsam mit einem Spiegel vielleicht sogar oder mit einer Videokamera oder mit deinem Handy einfach dich filmen und einfach checken, ob das in die richtige Richtung geht. Wenn du das Ganze richtig machst, dann schaut das eben ungefähr so aus. Viel Spaß beim Trainieren und lass mich unten in den Kommentaren wissen, wie du das umsetzen konntest. Du solltest verstehen, dass das, was ich dir jetzt gezeigt habe, zwar deine Aufschwungebene verbessert und auch die Abschwungebene, aber du kannst noch eine Menge Sachen kaputt machen, wenn du die Handgelenke falsch einsetzt im Golfschwung. Deswegen habe ich hier oben ein ganz interessantes Video gemacht, das du dir unbedingt ansehen solltest. Das erklärt dir die Handgelenke, was sie machen sollen. Und in Kombination mit den Informationen aus diesem Video bin ich überzeugt, dass du die Bälle deutlich besser treffen willst. Also bis drüben auf der anderen Seite gleich. Tschüss!